So, hallo Internet, hallo YouTube, grüßt euch. So, wie ihr gesehen habt, letztes Video haben wir den Auswurf bekommen, Auswurf montiert, dran gemacht, Roller läuft. So, das zu dem Startpunkt. Also der Roller läuft, der hat zwar jetzt zwar noch eine kleine Macke, wenn der jetzt so mal bei Nacht steht, springt er ein bisschen schlecht morgens an. Muss ich nochmal gucken. Ich habe so das Gefühl, entweder läuft, schließt der Schwimmer, also die Schwimmernadel, nicht richtig. Und es läuft irgendwie Sprit. Es kann aber auch der E-Schock sein, der ein bisschen rumspackt. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, das ist, kümmern wir uns irgendwann drum. Auf jeden Fall, wenn er läuft, läuft er. Läuft gut sogar. Und ja, was ich jetzt gemacht habe, ich habe mir so eine kleine GoPro. Also keine GoPro, das ist so eine billige Action-Cam, die habe ich mir so, da gibt es ja so Brustgurts, ne, die man so um die Brust hängt, habe ich gemacht, habe da angezogen und ja, habe dann ja, meine Fahrt halt gemacht. So, und dann ist folgendes, es ist halt ein bisschen sehr wackelig, also verzeiht mir das Video, ich meine, das Gewackel, ihr könnt ja vorspulen oder keine Ahnung. Ne, es liegt an euch, ob ihr es euch anschauen wollt oder nicht. Auf jeden Fall nehme ich euch mit, dass ihr seht, dass der Roller läuft, dass ich mit euch mitfahre. Die Fahrt geht von meinem Wohnort durch Feschenheim, durch Offenbach in Richtung Mülheim. Ne, sage ich jetzt mal so. Ja. Na, dann, wie gesagt, schaut es euch an. Guckt, der Roller läuft. Er läuft sogar mehr wie 45. Ist eine gute Sache, obwohl ich nichts gemacht habe, bis auf den Auspuff. Ne? Also Drossel ist alles drin, es ist alles so, wie es sein soll, laut Papieren, ich habe nichts geändert. Ja, dann wünsche ich erstmal viel Spaß bei der Fahrt. Ne? Und ja, anschließend melde ich mich dann nochmal zu Wort. Gell? Haut rein, bis gleich. Ne?
So, da sind wir wieder. Ich hoffe, es war einigermaßen ansehnlich. Ihr habt es ja gesehen, es hat sehr gewackelt. Ich hatte jetzt nicht, bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass es so extrem ist, weil die Kamera, die war an meinem Oberkörper. Es hat schon ein bisschen lächerlich ausgesehen, ne? Wenn du da fährst und hast da so eine Bodycam um und das sieht ja irgendwie aus wie so Däpfchen Tralala. Und ich meine, das sehe ich auch so ohne die Kamera, ne? Na gut, egal. Auf jeden Fall, wie gesagt, dass es so extrem rumwackelt, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber es ist halt so. Gut, wie gesagt, der Roller läuft. Mitgenommen habe ich euch. Sollte mal wieder irgendwas zu reparieren sein. Roller, ich denke mir mal, dass ich mir in nächster Zeit auch wieder irgendeinen billigen Roller zulege. Guck, dass ich den auf irgendeine Art reparieren kann. Wieder zum Laufen krieg und vielleicht ein bisschen so das Taschengeld ein bisschen auffüllen kann. Gucke mir halt mal. Wenn jetzt natürlich irgendwer das Video sieht und ist hier irgendwie in Frankfurt oder so, sage ich jetzt auch mal so nebenbei, ne? Also wenn jetzt hier jemand ist, der in Frankfurt ist, es ist nicht allzu weit weg von mir und der meiner Sache vertraut und er meint, er kriegt seinen Roller nicht zum Laufen, ob man mal gucken könnte, gerne. Also ich meine, ich bin jetzt nicht ganz so nicht vom Fach. Also ich kenne mich schon ein bisschen aus, so ist es nicht. Ich weiß, wo ich schrauben muss. Kann sich ja gerne mal melden. Ja, dann kann man sich ja mal zusammentun, mal gucken, ob man was zusammen irgendwie macht oder so. Dient auch dazu, ein bisschen das Taschengeld zu steigern. Gut, so, nichtsdestotrotz, an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, die Anteilnahme für die ganzen Videos. Leute, die gerne geschrieben haben, für die Kommentare, für die Likes, für die, ja, wie gesagt, für die Däumchen oben, für die Däumchen unten und was auch immer. Ja, also wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat ein bisschen gefallen. Es war ein bisschen unterhaltsam hier und da. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns entweder beim nächsten Stream oder halt beim nächsten Video. Mal gucken, was wir machen. Im Moment steht mir der Kopf nicht so oft zu der Streamreihe, aber gut, das werden wir sehen. Ne? Wie gesagt, Leute, wenn es gefallen hat, lasst einen Kommentar da, lasst ein paar Likes da. Und ja, schön, dass ihr dabei wart. Ne? Haut rein, bis dann. Macht's gut, tschüss.